In diesem Video möchte ich mir mit Ihnen mal eine Variante der sogenannten Wittig-Reaktion ein bisschen näher anschauen. Die sogenannte Horner-Wurz-Wurz-Emmons-Reaktion oder manchmal auch als Wittig-Horner-Emmons-Reaktion bezeichnete Variante der berühmten Olefinierung setzt statt einem Phosphoniumolid einen solchen Phosphonsäureester ein. Bei der Wittig-Reaktion haben wir erst das sogenannte Wittig-Salz, also das heißt, wir haben ein Phosphoniumsalz, positiv geladener Phosphor, den wir dann mit einer Base deprotonieren, um dann ein Zwitterion zu machen, das sogenannte Ylit oder je nachdem, wie Sie es hinschreiben, das Ylen. Hier haben wir ein neutrales Eduk, das wir dann mit einer Base deprotonieren an dieser Stelle und dadurch erhalten wir ein sehr, sehr gutes Nukleophil. Das heißt, dass wir mit der HWE-Reaktion auch elektronenreichere Carbonylgruppen oder auch sterisch gehinderte Carbonylgruppen sehr gut angreifen können. Das heißt, wir können nicht nur Aldehyde reagieren lassen, sondern zum Beispiel auch Ketone. Außerdem hat die HWE-Reaktion noch einen Vorteil, nämlich das, was wir hier rauswerfen am Ende, ist quasi ein Derivat der Phosphorsäure und das kann man einfach besser extrahieren. Und das ist ein großer Vorteil gegenüber der normalen Wittig-Reaktion, denn bei der normalen Wittig-Reaktion machen Sie als Nebenprodukt Triphenylphosphinoxid. Das ist total unpolar und ist richtig ätzend, das abzutrennen. Ne? Wenn Sie das versuchen, mit Säulenchromatographie zu entfernen und Ihr Produkt einen ähnlichen RF-Wert hat, ist das richtig schwierig. Man kann da ein bisschen tricksen, man kann das auskristallisieren, zum Beispiel aus Toluol oder aus MTBE, aber das ist häufig ein Problem bei Wittig-Reaktion. Bei der Horner-Wurz-Wurz-Emmons-Variante ist es überhaupt gar kein Problem, denn da können wir einfach ja, das Anion des Phosphorsäure-Diesters, das dabei gebildet wird, wässrig extrahieren, super Sache. Das Olefin geht in die organische Phase, das Nebenprodukt geht in die wässrige Phase, alles total in Ordnung. Was man hier standardweise einsetzt bei der HWE-Reaktion, sind solche elektronenarmen Substrate. Ich habe Ihnen hier einfach mal ein Ester rangemalt, das ist so das häufigste Derivat, was man hiermit macht. Und ganz ähnlich wie bei der normalen Wittig-Reaktion, kriegt man bei der Horner-Wurz-Wurz-Emmons-Reaktion auch hier bevorzugt das E-Alkyl. Ne? Auch bei der Wittig-Reaktion erinnern Sie sich, wenn Sie einen elektronenziehenden Substituenten hier an der CH-ziehenden Position haben, dann haben Sie ein elektronenarmes Ylit. Das elektronenarme Ylit macht bevorzugt E-Alkene. Genauso ist es bei der Horner-Wurz-Wurz-Emmons-Reaktion. Sie sehen aber, ich habe Ihnen hier auch ein Z-Alken hingemalt und das ist das Besondere an der Geschichte. Es gibt nämlich noch eine Variante der Horner-Wurz-Wurz-Emmons-Reaktion und das ist die sogenannte Stilgenary-Variante. Bei der normalen Horner-Wurz-Wurz-Emmons-Reaktion nehmen wir hier mal wegen Ethylrest an dem Phosphonsäureester, also R3 hier ist dann eine Ethylgruppe zum Beispiel. Wir nehmen zum Beispiel Natriumhydrid als Base, also irgendeine starke Base, die uns hier diese CH-Acetylkomponente deprotonieren kann. Und wir braten da ein bisschen drauf rum. Naja, braten drauf rum. Wir führen es unter thermodynamischer Kontrolle durch, sage ich mal im weitesten Sinne. Das kann sein, je nachdem, was das für ein Substrat ist, dass ich das irgendwie mit bei 100 Grad kochen muss. Kann aber auch sein, dass, wenn Sie dann gut reagierenden Aldehyd haben, dass das schon bei 0 Grad funktioniert. Ja? Aber sagen wir mal, auf jeden Fall unter thermodynamischer Kontrolle wird die Reaktion durchgeführt. Bei der Stilgenary-Variante sieht es ein bisschen anders aus. Bei der Stilgenary-Variante nehmen wir KHMDS. Das ist eine sterisch anspruchsvolle und sehr starke Base. Das ist eine Amidbase, das heißt, wir haben ein deprotoniertes Amin. Und an dem Amin hängen quasi noch zwei Trimethylsinylgruppen. Das heißt, sie haben da so zwei große Propeller des Todes, ja, die dafür sorgen, dass ein Elektrophil diese Base nicht so ohne weiteres angreifen kann. Deshalb ist es halt eine nicht nukleophile Base. Wie gesagt, tiefe Temperaturen. Und dann brauchen wir noch was, das R3 hier, also der Rest, der hier an den Phosphonsäureester dranhängt, das ist bei der Stilgenary-Variante eine Trifluorethylgruppe. Das heißt, wir haben hier einen elektronenziehenden Rest an dem Phosphoratom dranhängen. Und das ist wichtig für die Reaktionsführung. Sie sehen, hier unten habe ich Ihnen mal den Mechanismus hingemalt und der sieht ein bisschen wild aus, aber keine Sorge, ich bin ja bei Ihnen. Ja? Der sieht auch so wild aus, wenn Sie in die entsprechenden Lehrbücher gucken, aber ich möchte Sie da mal durchführen. Und wir machen das mal ein bisschen andersrum, denn das ist leichter zu verstehen, wenn wir uns erst die Stilgenary-Variante angucken. Die ist historisch zwar später entwickelt worden und eigentlich auch eher so das Abgefahrene, denn damit können wir halt die elektronenarmen Z-Alkene machen. Ja? Aber zum Verstehen der Reaktion ist es leichter, wenn wir erstmal die Stilgenary-Variante uns angucken. Also, wir überlegen uns, was passiert. Wir haben eine solche CH-Acide-Verbindung und geben da eine Base drauf. Ich habe dir das mal als
Metallbase abgekürzt. Was machen wir dann? Wir deprotonieren hier, machen erst einmal ein Enolat, bei dem das Metall sich quasi zwischen den Carbonylsauerstoff von dem Ester und den Sauerstoff von unserem Phosphonsäureester hier setzt. Das heißt, wir haben hier im Prinzip ein gutes Nukleophil gemacht. Und wenn wir auf ein gutes Nukleophil ein Allyl werfen, was passiert dann? Ja, wir machen erstmal einen nukleophilen Angriff hier an diesem Allyl und bilden ein tetraedrisches Additionsprodukt aus. Also hier erstmal einfach nichts anderes als nukleophiler Angriff der CH-azidischen Position hier an dem Carbonylkohlenstoff des Allyls. Okay, das heißt, soweit so gut. Erstmal nichts anderes als wie bei einer klassischen Aldolreaktion. Wichtig hierbei ist, da wir hier einen Rest dranhängen haben und hier auch einen Rest dranhängen haben, machen wir jetzt zwei benachbarte Stereozentren. Und da können wir jetzt natürlich neben den ganzen Enantiomeren, die wir kriegen können, zwei unterschiedliche Sorten von Diastereomeren machen. Nämlich einmal die, wo, jetzt mal ganz blöd gesagt, in diesem neuen Ring, den wir hier machen, ne, bei so Aldolreaktionen, die verlaufen hier über einen sechsgliedrigen Übergangszustand. Das heißt, wir kriegen hier so einen Sechsring raus. Ja, den habe ich Ihnen hier in dem Übergangszustand auch schon mal so hingemalt. Aber da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu. Ja, das heißt, man kriegt erstmal diesen Sechsring und in dem Sechsring können die entweder anti zueinander stehen. Das heißt, R1 guckt in die eine Richtung, der Phosphonsäureester guckt in die andere Richtung. Oder die können syn zueinander stehen. Das heißt, R1 und der Phosphonsäureester gucken beide in die gleiche Richtung. So, und jetzt müssen wir uns erstmal Gedanken darüber machen, welches dieser beiden Diastereomere, die wir denn hier machen können, wird denn schneller gebildet? Die Frage, welches wird schneller gebildet, ist immer die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir was bei tiefen Temperaturen, also unter kinetischer Kontrolle durchführen. Das ist dann immer die Frage, die wir uns stellen müssen. Und was wir dafür uns überlegen müssen, ist, wie hoch ist der Übergangszustand, über den ich muss, um von hier zu dieser Zwischenstufe zu kommen. Und Übergangszustände, das ist immer so ein bisschen ein Problem, da sind halt bei Verbindungen, wo nicht so richtig schön anständige Bindungen geknüpft oder gebrochen vorliegen, sondern wo so halbe Bindungen vorliegen. Das heißt, so Übergangszustände, Modelle sind immer mit ein bisschen, ja, ich sag mal, Vorsicht zu genießen, aber hier gibt es eigentlich eine ganz schöne Variante, mit der man gut sehen kann, warum hier das obere, also das Antiprodukt, schneller gebildet wird als das Synprodukt hier. Denn wenn wir uns einfach mal diesen sechsgliedrigen Übergangszustand angucken, den wir immer haben, wenn wir eine aldolartige Reaktion machen. Also Carbonylkohlenstoff wird vom Enolatkohlenstoff angegriffen und wir machen einen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ring, wo das Metall quasi die beiden Hälften zusammenzurrt. So, dann sitzt das Metall ja hier in dem Edukt quasi schon zwischen dem Carbonylsauerstoff und dem Sauerstoff von unserem Phosphonsäureester. Das heißt, das Metall ist hier quasi mehrfach koordiniert und hält quasi den Phosphonsäureester auf der einen Seite und den Carbonsäureester auf der anderen Seite. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wie sich dieser Aldehyd jetzt annähern kann. Von vorn oder von hinten spielt keine Rolle. Wichtig ist, entweder R1 liegt auf der Seite des Carbonsäureesters, dann kriegen wir das Antiprodukt hier, oder R1 liegt auf der Seite des Phosphonsäureesters, dann kriegen wir das Synprodukt hier. So, und das Schöne hier ist, kann man sich total gut herleiten, denn der Carbonsäureester, da ist das Kohlenstoffatom sp2 hybridisiert. Das heißt, das Ding ist flach wie eine Flunder. Dementsprechend hat R1 hier relativ viel Platz. Wenn wir jetzt allerdings den Aldehyd einmal rumdrehen würden, also hier unten zu dem Übergangszustand kommen, dann wäre R1 auf der Seite des Phosphonsäureesters und der Phosphonsäureester, der hat neben der Bindung zur CH-azidischen Position hier noch zwei, ich sag mal, Alkoholatsubstituenten dranhängen und dementsprechend ist der tetraedrisch aufgebaut. Das heißt, egal ob die Carbonylgruppe von vorne oder von hinten kommt, da guckt immer so ein, ja, ich sag mal, OR3 in die Richtung von der Carbonylgruppe. Ne? Und diese sterische Hinderung hier an der Stelle, die malen wir mal ein. Schnappen wir uns mal hier so einen roten Stift und machen mal so richtig, ja, hier, diese sterische Hinderung, die ist das, was dafür sorgt, dass der Weg über diesen Übergangszustand zu dem Synprodukt langsamer verläuft, als der Weg über diesen Übergangszustand zu dem Antiprodukt. Okay, das heißt, das Antiprodukt hier wird erstmal schneller gebildet und da wir hier jetzt in der Horner-Wurzels-Evans-Variante mit dieser CF3-Gruppe, ja,
einen sehr elektronenarmen Phosphonsäureester haben, ist jetzt der nächste Schritt, der hier passiert. Nämlich der Angriff von dem Sauerstoffatom hier an den Phosphonsäureester ist der super fix und viel schneller als die Rückreaktion zurück zu den beiden E-Dopen. Das heißt, wenn sich das erstmal gebildet hat, das hier war der geschwindigkeitsbestimmende Schritt, bildet sich ganz fix das Oxaphosphetan. Und da wir bei der Bildung des Oxaphosphetans hier noch einmal um diese Bindung rotieren müssen, ja, wir müssen den Phosphonsäureester quasi zu dem Sauerstoff hindrehen. Das heißt, wir drehen hier von meiner Richtung aus, drehen wir gegen den Uhrzeigersinn, den Phosphonsäureester quasi eine Dritteldrehung nach oben. Das heißt, hier der Carbonsäureester, der wird auch gegen den Uhrzeigersinn um eine Dritteldrehung nach unten gedreht und guckt dementsprechend auch nach vorne, genau wie R1. Und deshalb wird aus dem Anti-Additionsprodukt hier das Synoxaphosphetan. Und das Synoxaphosphetan macht natürlich nach Eliminierung hier von dem Monoanion des Phosphorsäure-Diethylesters das Z-Alkene. Und das Z-Alkene von so einer elektronenarmen CH-ziehenden Komponente, das kann man halt nicht mit der normalen Wittig-Reaktion machen. Da brauchst du wirklich die Stil-Genari-Variante der Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion. Ja, das ist das Besondere hier dort. Gut, also KHMDS, was Elektronenziehendes und tiefe Temperatur. Man gibt manchmal noch so ein bisschen 18-Krone-6-Ether dazu. Da wird gesagt, das ist gut für die Diastereoselektivität. Die Standard-Folklore dabei ist so ein bisschen, dass hierbei der 18-Krone-6-Ether das Kalium komplexiert. Das ist bekannt, dass der das macht. Jean-Marie Lehn, Nobelpreisträger für supramolekulare Chemie. Ja, das war so eine der ersten Reaktionen mit wo man quasi durch koordinative Wechselwirkung von diesen Sauerstoffatomen Kaliumionen komplexiert hat und damit zum Beispiel Kaliumsalze in einer organischen Phase lösen konnte. Das heißt, wenn Sie so einen 18-Krone-6-Ether irgendwo reintun in einer organischen Reaktion, was der macht, der pflückt Ihnen das Metallion raus. Und wenn Sie hier das Metallion rauspflücken, dann schnappt dieser Ring hier noch schneller zu. Das heißt, die Rückreaktion hier wird noch unwahrscheinlicher. Das Oxaphosphetan schnappt schneller zu und Sie kriegen das Z-Alkin. Das ist so die Standarderklärung, warum da der EE ein bisschen größer ist. Ob es da noch eine andere gibt, können wir am Ende des Videos nochmal ein bisschen uns drüber Gedanken machen. Okay, das war also quasi der kinetisch kontrollierte Weg. Ja, einfach hier, das ist der energieärmere Übergangszustand als der hier. Whoops, der erste Berg, über den wir drüber müssen. Und das ist der höchste Berg, über den wir drüber müssen, denn der zweite Berg zu dem Oxaphosphetan hier, der ist viel kleiner, der durch den elektronenziehenden Rest schnappt das Oxaphosphetan fix zu und die Eliminierung geht natürlich durch den elektronenziehenden Rest auch nochmal schneller oben rein und deshalb sind wir dann hier bei dem Z3G. So, jetzt führen wir das Ganze unter thermodynamischer Kontrolle durch. Das heißt, wir machen die Reaktion so warm, dass die erste Reaktion zumindest hier reversibel stattfinden kann. Denn, was haben wir jetzt bei Otto Normal Horner Wadsworth-Emmons Reaktion anders? Ja, wir haben hier R3, nichts mehr Elektronenziehendes, sondern was Elektronenschiebendes. Das heißt, der Phosphonsäureester ist ein bisschen elektronenreicher und wir haben das Ganze wärmer gemacht. Das heißt, es bildet sich zwar immer noch dieses Additionsprodukt hier schneller, aber da wir es hier immer noch mit einem relativ stabilen Anion zu tun haben, ne, wir haben ja eine sehr stark CH-azide Verbindung hier, einmal mit einem Phosphoniumester als elektronenziehender Funktion, einmal mit einem Carbonsäureester als elektronenziehender Funktion. Ja, das heißt, hier kann sich ein Gleichgewicht einstellen, wenn wir das warm genug machen. Und dieses Gleichgewicht stellt sich halt nicht nur zwischen dem Anti-Additionsprodukt und dem Enolat ein, sondern auch zwischen dem Syn-Additionsprodukt und dem Enolat. So, jetzt kann man sich Gedanken machen, im Gleichgewicht ist die Höhe des Übergangszustands total unwichtig. Da ist dann wichtig, welches von den beiden ist thermodynamisch stabiler. Aber jetzt geht es uns ja nicht nur darum, auf welcher Seite liegt dieses Gleichgewicht, sondern es geht uns darum, welches dieser beiden Produkte in diesem vorgelagerten Gleichgewicht reagiert im nächsten Schritt schneller ab. Das heißt, der geschwindigkeitsbestimmte Schritt ist nicht mehr hier vorne, der geschwindigkeitsbestimmte Schritt ist jetzt der nächste Schritt, nämlich die Ausbildung dieses Oxaphosphetans. Und da müssen wir uns also überlegen, was geht schneller? Von hier nach hier, da haben wir eben gesehen, muss sich der Phosphonsäureester quasi so hier nach oben drehen. Was wir dabei machen, ist, dass wir quasi den Carbonsäureester synperiplanar zu dem R' drehen. Ja? Das heißt, der Weg, den wir hier einschlagen,
der führt hier den dicken Substituenten direkt neben den anderen dicken Substituenten. Das ist natürlich auch nicht gut. Andersrum, hier bei dem hier, ja, wenn wir hier überlegen, der dreht sich hier nach oben, der Phosphonsäureester, wir drehen wieder gegen den Uhrzeigersinn, ja, der guckt nach hinten, machen eine Dritteldrehung nach oben, sodass wir hier eine Bindung zu dem Sauerstoff ausbilden können. Dabei dreht sich der Carbonsäureester auch nach unten, aber hier unten guckt er eins ja nach hinten und nach vorne guckt nur ein kleines H. Das heißt, diese Drehung hier nach unten ist viel, viel leichter als hier. Dementsprechend ist dieser Schritt schneller als der Schritt. Und da das hier jetzt der geschwindigkeitsbestimmte Schritt ist, ja, wir haben jetzt quasi hier die Aktivierungsenergie erhöht, dadurch, dass wir den Angriff von dem Alkoholat an den elektronenreicheren Phosphonsäureester langsamer gemacht haben. Denn R3 hier haben wir sowas wie eine Ethylgruppe, also irgendwas Elektronenschiebendes. Ja. Das heißt, dieser Angriff hier ist langsamer geworden. Und wenn das langsamer wird, heißt das, wir haben den Übergangszustand angehoben. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben den zweiten Berg größer als den ersten Berg gemacht. Ja. Eben bei der Stationary-Variante war der erste Gipfel größer als der zweite Gipfel. Jetzt ist der zweite Gipfel größer als der erste Gipfel. Das heißt, wir haben so eine typische Curtin-Hammond-Situation. Wir haben ein vorgelagertes Gleichgewicht, ja, das uns für die Produktbildung aber einen feuchten Kehricht interessiert, denn nur quasi der höchste Gipfel, über den wir drüber müssen, das ist der, über den wir uns Gedanken machen, und das ist der hier. Und der führt uns hier bei der Drehung, ne, das drehen wir nach vorne, das heißt, der Ester guckt nach vorne, R' guckt nach hinten oder R1 guckt nach hinten. Das heißt, wir haben das Antioxaphosphatan. Das Antioxaphosphatan gibt natürlich das E-Alkän. So, das heißt, Horner-Wurzburg-Emmons-Reaktion, schöne Variante, um elektronenarme E-Alkene herzustellen. Hat gewisse Vorteile gegenüber der Wittig-Reaktion, ist ein bisschen netter von der Aufarbeitung und sagen wir mal, diese Phosphonsäureester kann man auch gut herstellen. Gibt zum Beispiel die Abusov-Reaktion, mit der man das gut machen kann. Man kann auch quasi das Phosphoniumhydrid nehmen und dann so eine Art SN2-Reaktion machen. Also die kommt man relativ leicht ran. Andersrum, das Wichtigste, was diese Horner-Wurzburg-Emmons-Reaktion kann, was die Wittig-Reaktion nicht kann, ist die Stilgenary-Variante, nämlich, dass wir es hier schaffen, elektronenarme Z-Olefine zu bauen. Und dafür, wie gesagt, KHMDS, starke Base, damit wir das Ganze bei tiefen Temperaturen deprotonieren können und hier noch einen schönen elektronenziehenden Rest, der quasi den zweiten Schritt beschleunigt, damit der zweite Gipfel kleiner ist als der erste Gipfel. So, jetzt habe ich eben noch gesagt, man tut hier diesen 18-Krone-6-Ether dazu. Ne? Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Ligand mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sauerstoffatomen, die wunderschön oktaedrisch wie so ein Kraken sich ein Metallatom schnappen können. Das heißt, wenn immer so irgendwo sehen, 18 Krone 6 wird reingeschmissen, wird da ein Metallatom rausgegriffen. Der Klassiker ist da Kalium, ja? Also weil Kalium passt da rein wie die Faust aufs Auge. Und wie gesagt, die Standardfolklore ist, dass quasi nach den 18 Krone 6 Ether hier das Metall rausgegriffen wird und dadurch dieser zweite Schritt beschleunigt wird. Jetzt muss ich sagen, wenn Sie nur die Klausur bestehen wollen oder irgendwo anders eine Prüfung machen, in einer anderen Uni, können Sie jetzt aufhören, dieses Video zu gucken. Drücken Sie jetzt auf Stopp, weil jetzt erzähle ich Ihnen ein bisschen was über meine Probleme mit dieser Standardfolklore. Denn was ich immer nicht so richtig verstehe hier dran, ist ehrlich gesagt, woher weiß denn der 18-Krone-6-Ether, dass das Metall hier rausnimmt und nicht hier schon? Das weiß er nicht. Ja? Und diese Hypothese, dass das hier quasi die treibende Kraft in dem Mechanismus ist, das wurde quasi in dem Originalpaper mal formuliert, weil halt man beobachtet hat, dass mit 18 Krone 6 Ether da ein höherer DE rauskommt. Allerdings, wenn wir hier vorne schon das Metall rausnehmen, dann gilt natürlich dieses Übergangszustandsmodell nicht mehr. Ja? Das heißt, da muss man sich über einen anderen Übergangszustand eigentlich Gedanken machen. Ne, da geht man in den meisten Lehrbüchern nicht drauf ein und ich glaube, wenn Sie dazu hinzeichnen, in irgendeiner Prüfung ist alles honkidori, auch wenn Sie es bei mir in der Klausur so hinzeichnen, alles honkidori. Ja. Aber machen Sie sich ruhig mal ein bisschen Gedanken, was könnte denn sonst passieren? Ne, bei der klassischen Wittig-Reaktion haben wir eine 2 plus 2 Zykloaddition. Und auch hier macht es wahrscheinlich mehr Sinn, das im Sinne von so einer 2 plus 2 Zykloaddition zu formulieren. Auch das führt dann natürlich dazu, dass
bevorzugt erstmal hier das Syn-Oxaphosphetan gebildet wird, ganz ähnlich wie bei einer klassischen Wittig-Reaktion. Da gibt es ein ganz spannendes Paper zu vom Virinder Agarwal. Das ist auch gar nicht so alt. Ich glaube, das ist von 2009. Ich verlinke Ihnen das einfach mal hier unten in der Beschreibung. Aber in diesem Sinne, haben Sie vielleicht ein bisschen im Hinterkopf, wenn Sie Mechanismen in Lehrbüchern sehen, ist das die beste Interpretation, die wir zurzeit haben. Das heißt nicht, dass es da keine Belege für gibt. Es gibt reichlich Möglichkeiten, Mechanismen zu untersuchen. Heißt jetzt nicht, dass Sie alle Lehrbücher wegschmeißen müssen. Aber ich will Sie vielleicht ruhig auch mal so ein bisschen ermutigen, die zu hinterfragen. Wenn Sie halt an so einen Punkt kommen, wo Sie sich fragen, Moment mal, woher weiß denn das Molekül, dass es hier eingreifen soll und nicht da? Dann muss es Antworten darauf geben. Vielleicht ist der Komplex da vorne thermodynamisch stabiler als der hier. Das wäre schon die Antwort. Ja? Wenn jemand dieses Video guckt, der sich viel mit quantenmechanischen Rechnungen auskennt und sowas mal rechnet, kein Ding. Ja? Dann spricht das total für den anderen Mechanismus. Aber solche Fragen sollte man durchaus stellen. Gut, jetzt habe ich genug Zweifel gesät. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Lernen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!